Herzlich willkommen, Leute. Es geht weiter mit weiteren Online-Kämpfen auf den Editionen Pokémon Sonne und Mond. Ich bin hier auf dem Kampfplaza und ich schaue nach Gegnern. Wie ihr sehen könnt, befinde ich mich gerade auf der Warteschlange. Und ja, ich hoffe, das geht hier zügig, damit wir gleich einen spannenden Kampf zu sehen bekommen. Mal schauen, welche Pokémon mein Gegner am Start hat. Hat er 6 Leggies? Hat er vielleicht 6 Dittos? Oder 6 Mews? Oder ein OU-Team? Oder ein UU-Team? Oder ein BL-Team? Wir werden sehen. Noch ist kein Gegner zu sehen. Ich kann es einfach nicht verstehen. Aber so ist es. Ich hoffe, wir gehen jetzt nicht hier leer aus. Dann hat ja die Warterei sich nicht gelohnt und das Reden. Wobei das Reden hat sich dann nur für mich gelohnt, so bleibe ich in Übung und kann immer besser und besser moderieren und so weiter und so fort. 1 Minute und 12 Sekunden sind schon vergangen und in der Zeit, wo ich das gesagt habe, sind weitere Sekunden vergangen, wie jetzt. Die Suche war nicht erfolgreich, bitte versuche es nach einer Weile erneut. Ganz ehrlich, ich werde nicht noch einmal neu aufnehmen, ich lasse das, was ich jetzt hier gemacht und gesagt habe, drin, weil das zwischendurch echt mühsam ist, wieder neu aufzunehmen und so weiter und so fort. So, ich nehme jetzt dieses Team hier. Wartet, Leute. Genau, dieses Team hier. Kaporiki, Mega Bibor, Austausch, Scorgrow, Fuecro und Hypno. So, ich hoffe, wir werden jetzt diesmal Erfolg haben. Habe ich den Namen von Fuecro richtig ausgesprochen? Ja, genau, Fuecro. Ich dachte ganz kurz Fuego. Juhu, Aichi aus Japan. Hello, Aichi. My name is Kansha and I like to have a battle with you. Wie bitte? 6 Leggies, Kyogre, Groudon, Rayquaza, Arceus, Yveltal und Kyurem. Oh. Oh, ho, ho, ho. Ganz ehrlich, das ist gerade echt tricky. Austausch, Mega Beaver, Kapu Riki und let's go. Komm, let's go. Ich nehme einfach diese 3 Pokémon. Mal schauen, was passieren wird. Mein Gegner sucht sich noch anscheinend. Oder meine Gegner sucht sich die 3 Pokémon aus und oh, ich bin fertig. Alles klar. Kansha vs. Aichi. Okay, Aichi. Ich bin gespannt. Oh, sie fordert mich heraus. Oh, lalala. Austausch ist im Gebäude. Rayquaza. Alles klar. Ich würde mich freuen, wenn das ein Mega Rayquaza ist. Jetzt fragt ihr euch warum. Ich finde das einfach nur cool, wie das aussieht. Rayquaza ist vom Typ her Drache und Flug. Das heißt, Doppelschwäche gegen Eisattacken, was die Sache für mich sehr, sehr angenehm macht, da Austausch ja vom Zieper immer Eis ist und eine Eisattacke. Oh, und ich habe schon wieder gelabert und Rayquaza hat die erste Attacke eingesetzt und ich habe fast verloren. Oh, seht ihr, wie wichtig Focus God ist? Oh, Leute, ich weiß nicht, ob ich diesen Kampf gewinnen kann. Aber das ist noch ein zu früher Urteil, daher ein frühes Urteil meine ich, weil es heißt ja das Urteil, keine Verbesserung nebenbei.
schadet ja nicht, da wir alle lernen. Ich hoffe, ich bin schneller. Och nö, lass doch mal stecken. Lass doch mal stecken. Das ist wirklich heavy gerade. Ganz ehrlich, Gedankengut einzusetzen ist sowas von, ich sag mal, riskant, genau, das ist das passende Wort dazu, riskant. Aber gut, seine Verteidigung steigt und ich gehe mal davon aus, dass Rayquaza von der Wesensart her hart oder froh ist. Daher setzt er Typen des Angriffs, ich meine Angriffsattacken ein. Genau, genau. So, dann setzen wir mal gleich Zauberschein ein. Wir sind schneller. Und ja, Rayquaza überlebt es. Und ein Erdbeben. Oh. Jawoll, überlebt. Überlebt, überlebt, überlebt. Oh, voll hart. Austausch wurde demoliert von Rayquaza. Krass. Diese Erfahrung war sehr, sehr wichtig für mich. Böse, ey. Rayquaza ist übertrieben stark, wenn er sich einmal entwickelt. Oh, noch Turbo-Tempo. Oh, heftig. Aber irgendwie freue ich mich über diesen Kampf. Gibor. Was machen wir jetzt? Wir müssen das Ding gewinnen. Komm, wir geben unser Bestes. Wir geben unser Bestes. Das wird wirklich hart, aber lass uns immerhin versuchen, ein Pokémon mitzunehmen. Mega Bibor. Boah, Turbo-Tempo nervt und nervt und nervt. Oh, noch 5 KP. Oh, okay, wenigstens ein Pokémon besiegt. Wenigstens. Kehrtwende, aber wer ist schneller? Okay, Gibor ist schneller. Oh, Leute. Na, immerhin. Ein Rayquaza besiegt, Mega Rayquaza und ein E-Weltteil bis zur Hälfte geschwächt. Aihi, schöner Kampf, hast gewonnen. Gönn ich dir. Ja, Leute. Dann sage ich, es hört hier nicht auf. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und da wird es auf jeden Fall, hoffe ich, Siege geben. Macht es gut!